So Leute, willkommen zur 23. Folge oder so zur Gladbach-Karriere. Wir trainieren hier. Ich habe gesagt gestern, wenn wir 25 Aufrufe schaffen, dann werde ich das nächste Video aufnehmen. Ihr habt nach 22 Stunden 31 geschafft. Ich hätte nicht gerechnet, dass wir das so schnell schaffen. Lass uns doch als Dings dieses Mal, als Ziel dieses Mal 30 Aufrufe nehmen für das nächste Video. Wie ihr hier seht, drei Leute verbessern sich. Ich habe leider das Audio verkackt, ich war die ganze Zeit gestummt, deswegen muss ich jetzt hier so rüber kommentieren. Nichtsdestotrotz, Everton hat ein Angebot für Ginter gemacht. Jetzt seht ihr das jetzt eigentlich schnell, wie die Verhandlung lief. Der Ladebildschirm wie immer lang. Das ist jetzt ein bisschen Speed-up. 33,9 Millionen war ich nicht zufrieden. Ich habe erstmal 40 gemacht. Er ist dann bei 33,9 geblieben. Ich habe dann einfach 37,9 gemacht. Und das hat er angenommen und damit war er weg. Gegen Bremen haben wir simuliert und wir haben ganz solide 1-0 gewonnen. Und Thuringer hat sich verletzt. Dann haben wir versucht, Wijnaldum zu kaufen. Wijnaldum war einer meiner Wunschspieler, die ich haben wollte. Ich bat 44 Millionen und anscheinend war das so klar, dass sie es direkt angenommen haben und die Vertragsverhandlung ging auch easy. Dann haben wir kurz trainiert, keiner hat sich verbessert und wir haben dann gegen Bremen DFB Halbfinale gespielt und wir haben ganz solide 2-1 gewonnen. Benjamin Unterwahn haben getroffen. So, gegen Köln haben wir simuliert und weil Köln halt ein Absteiger ist, haben wir ganz easy 4-1 gewonnen. Ah ne, 3-1, YOLO. Und genau danach haben wir gegen Augsburg simuliert. Sanchez hat sich beim Training verletzt und hier hat sich ebenfalls Lehner verletzt. Wir haben aber 2-0 gewonnen. Wie ihr merkt, diese Folge habe ich viel simuliert. Gegen PSV haben wir 4-1 solide gewonnen. Und eigentlich war diese Partie alles friedlich so. Gegen Schalke haben wir dann gespielt. Und dann dachte sich, so man kann sich verletzen, 1-1 gespielt, ist eigentlich okay gegen Schalke. Wir haben aber Sommer, der verletzt ist, dann hat sich in der Trainingsverletzung, gab es dann noch in der Innenverteidigung, dann haben wir gegen Hertha nicht so gut spielen können. Nur 2-2 und unser Ersatztorwart nicht so gut. Thuringer zwangsweise in der Verteidigung, Sippel im Tor, gegen Hamburg gewinnt man aber immer noch 4-1. Unser Stürmer hat uns sich dann auch verlassen mit einer Verletzung. Gegen Nürnberg haben wir auch gewonnen. Keine Verletzung. Das war gut. Dann haben wir gegen PSV das Rückspiel gehabt. Diesmal geht es 1-1 aus und keiner hat sich von uns verletzt. Kramer schießt bei uns das Tor. Und dann habe ich gegen Bayern gespielt. Jetzt seht ihr das in Zeitvorspulung und zusammengeschnitten und mich rüber. Bayern schießt es 1-1. Ich antworte mit den 2-1. Dann passen Sanchez, Wijnaldum und so ein bisschen und dann ist Pulisic, der das 3-1 schießt, dann steht es 4-1, dann steht es 5-1 und dann macht Sanchez noch schnell den da getroffen mit 6-1 und das war das Bayern-Spiel. Hier neigt sich dann auch das Ende der Folge zu. Wieder mit 1000 Verletzten. Gewinnen wir trotzdem 3-1 gegen Stuttgart. Gegen Leipzig jedoch verlieren wir 1-0 und das war es dann eigentlich auch mit der Meisterschaft. Und so moderiere ich jetzt ab. Leute, das war jetzt nicht so das, was ich wollte mit dem Turm. Ah, und ich habe die ganzen Trainingseinheiten rausgemacht, wie man hier sieht. Spielen wir als nächstes gegen Man City. Das würde ich gerne spielen. Wenn es geht, stumme ich mich auch nicht. Drexler geht hier auf 70, den habe ich dann danach in die Profimannschaft gemacht. Und ja, das war's für die Folge. Und ja, ich gehe jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.